I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with fire up. I've never been with anything less than a nine. So fine, I've been on fire with Silent Field. Meine lieben Damen und Herren, willkommen bei der zweiten Folge von Digital Legendären Quarren Sanchez Show mit dem einzigartigen Michel Bernhardt. Und dem noch einzigartigen Corey Sanchez. Danke für die Blumen. Ganz wichtig. Oh, das ist sehr schöner Nachklang. Wir müssen jetzt ein bisschen schauen wegen Sponsoring, oder? Und ich habe jetzt gerade gedacht, Ja. Ist ja jetzt bald in der Grillsaison. Es sprutzelt jetzt schon, meine lieben Freunde. Dann hast du also ein Tierfell an, oder? Absolut, absolut. Natürlich. Was ist das? Letztes Mal war Michael Jackson. Das Mal ist. Was ist das? P. Diddy oder Kanye West? Wenn ist ein Hommage an Kanye West, oder? Also, ein Hommage, du bist ja grösser als der Kanye West. Hey, danke für die Blumen. Hommage. So viele Blumen. Fein ist, in was für eine Basis soll ich dir viele Blumen tun? Ist ja danke. Aber es ist natürlich so, es ist in der Künstlerwelt so, man inspiriert sich gegenseitig. Weißt du, einmal gebe ich ihm Kanye. Ich hätte gesagt, der Kanye West ist jetzt weg dir. Eben, einmal spiele ich ihm den Ball zu, dann spielt er den Ball mir wieder zu. Es ist wie beim Fußball, beim Ping-Pong, spielt sich den Ball zu. Ja, Brocken aus Aarau, sei Dank. Kanye West inspiriert mit einem Mantel. Es ist sogar aus Übersee, aus überbrochenem Übersee. Wo denn? Ich glaube sogar, man nennt das Land China. China? Ich glaube es auf jeden Fall. Man munkelt, das Nase noch Gerüchte. Zerbrochen ist in China. Man lernt nie aus, Michel. Man lernt nie aus. Wir kommen zum ersten Teil von unserer Sendung. Obligatorisch Promi-News. Promi-News, genau. Von der Woche natürlich. Die Top 3 Promi-News von der Woche. Genau. Wir fangen an Royal, glaubst du? Genau, wir fangen an mit den Adligen. Und zwar Prince and Princess. Wunderschönes Vöterli, wunderschönes Bärli. Sie hat sich losgelöst. Das ist eine sehr schöne Frau. Sie hat sich losgelöst aus dem Korsett von der royalen Adligen Familie. Sind abgehauen. Sind abgehauen und haben das mal keinen Applaus bekommen für ihr Zweijährigen. Genau, ist ja üblich, dass man zum Hochzeitstag auch vom von der Königin so ein bisschen Glückwünsche bekommt. Genau. Das ist das ausgeblieben. Super und so. Das Mal ist das ausgeblieben, sind abgehauen, nichts mehr. Oder? Wie fühlt sich das an, wenn du schon ausbüchst und nachher nicht einmal mehr das Appreciated bekommst von der königlichen Familie? Wie fühlt sich das an? Was denkst du? Ich glaube, sie haben das gesucht, nicht? Ihnen ist doch das egal. Wer hat da wer angestiftet? Ich sage sie. Ich glaube eher er, weil sie ist ja schon immer so ein bisschen freier. Er hat die Freiheit immer ein bisschen gesucht. Ist aber der Free Spirit eigentlich gewesen? Wahrscheinlich. Der ist so der Tiger im Käfig gewesen. Er ist doch kein Free Spirit, ne? Er ist schon länger in dem System und hat gesagt, jetzt bin ich endlich frei. Oder jetzt breche ich endlich aus. Wir wünschen Ihnen viel Glück auf Ihrem Weg. Voll. Ich mache das super. Peace, Love and Harmony. Wir kommen zum zweiten und zwar... Jetzt kommen wir zum Skandal von der Woche. Was sind das für drei Herren? Niemand weiß es. Kennt ihr irgendjemanden? Nein, aber wir lösen sie jetzt auf. Es ist von der Bachelorette, die bei uns zu Gast war, von der Jeanne. Wir sind das drei Jungs. Und wir haben eine wilde Party gehabt, glaubst du? Wir haben eine wilde Party gemacht. Und es hat anscheinend noch eine kleine Massenschlägerei gegeben. Also Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Oder in dem Fall, weil wie soll so eine Massenschlägerei funktionieren? Ich finde das verantwortungslos, aber sind wir nicht die Einzigen. Sind wir nicht die Einzigen geschlagen, oder? Kennst du das Video da vom Hey Gigo 2 Meter Abstand? Ja, irgendwie so. Könnte man noch rasch reinschneiden, wenn er es noch hat. Mhm. Aber ich glaube, jetzt da war das grosse Thema. Sie sagen ja alle, sie seien an dieser Schlägerei nicht dabei gewesen. Sondern sie haben nur Party organisiert. Perfekter Alibi natürlich, oder? Man sieht, sie haben die beste Anwälte von Zürich. Die beste PR-Agentur von Zürich. Ich muss auf jeden Fall sagen, riesen Fauxpas. Machen wir nicht. Jetzt, was würdest du machen, um deinen Hals aus der Schlinge zu ziehen, wenn du einer von diesen drei Schlingel wärst? Was nachher heisst, der hat einen Massenschläger. Ich sage immer allen, lieber dazu stehen und sagen, tut mir leid. Du sagst immer, du nicht lügen, sondern stehen nicht lügen, dazu stehen, tut mir leid und so. Und vielleicht können wir auch noch ein Outfit schaffen. He? Wenn man dann schon das Bild macht, haben alle drei das gleiche. Vielleicht auch das Brocken aus China. Sieht nach China aus. Eingekleidet wurde vom Brockhaus aus China. Genau. Er hat so von Sponsoren, oder? Muss immer klein anfangen, oder? Genau. Nach Reichweite, der Sponsor halt dann, der passt. Oder? Aber bei der dritten News lassen wir ja dann Kleidung weg, oder? Jetzt wird es heiß. Da musst du ein bisschen auf die Seite. Das Wesentliche nicht sehen. Absolut. Das ist die, jetzt haben wir die Elena Miras. Elena Miras, für die, die es nicht kennen. Natürlich für die zwei, drei, die es nicht kennen, ist in vielen Trash-Formaten im Fernsehen zu Hause. Influencerin, glaube ich, sagen wir dem, oder? Sagen wir dem so? Ja. Beeinflussen und irgendwie so. Ja, okay. Anscheinend. Hast du davon gehört? Ja. Und sie hat eine Tochter und die ist zweijährig. Und jetzt ist das Problem, oder?
sie hat die Kamera rein und nützt sie in dem Sinne für Publicity. Und jetzt sagt das Volk so, hey, das geht gar nicht. Also ich glaube, das Problem ist vor allem, sie tut sie die Kamera reinheben mit dem Outfit, oder? Und da haben viele gesagt, zu frei, nicht, ja, stimmt. Zu sexy, stimmt. Oder? Wenn dann mit der Tochter, dann züchtig. Ja, und dann richtig anständig, ja, und dann dreckig gekleidet und nicht so, oder? Wenn ich mich in die Lage versetze, ich würde vielleicht auch schauen, dass es nicht passiert. Vor allem mit einem Zweijährigen, oder? Wie siehst du das? Würdest du das jetzt nicht so... Also du könntest natürlich dein Sixpack zeigen, dann, oder? Mit dem Zweijährigen. Absolut, wir arbeiten noch dran. Dann könnte so ein bisschen aufklettern, genau. Weil bis mein Kind 2 ist und kommt, dann kommt das auch ein Sixpack. Oder wir haben noch jetzt einen kleinen Kletterer. Aber bei ihnen so, da können wir sich halt nur irgendwie neu mitheben, aber du. Ja. Grundsätzlich finde ich immer, man muss jeder selber entscheiden. Ich will es nicht machen, weil ich finde immer, das Kind kann selber entscheiden. Aber bei ihr wäre gut. Wenn du nichts anderes hast, ist es schwierig. Ich hoffe, sie bekommt auch wieder irgendeine Sponsoring auf jeden Fall durch die Aktion, weil für etwas muss sich ja gelohnt haben, meine lieben Damen und Herren. Das sind Promi News von der Woche. Ja. Top 3. Ja. Jetzt kommen wir zu einem richtigen Promi. Ja, jetzt werden wir mal seriös, oder? Jetzt haben wir mal einen ernsthaften Gast eingeladen, nicht nur so Bachelorettes und so, sondern wir haben auch, oder? Wir haben auch wirklich intellektuelle Gäste. Absolut, hochintellektuell und auch ein guter Freund. Früher hat er öffentlich Joints geraucht und uns besetzt, meine lieben Freunde. Heute ist er Vater, Werber und SP-Nationalrat und vielleicht sogar gleich Präsident, wenn er es schafft. Ladies and Gentlemen, Cedric Wermuth, willkommen! Danke, dass wir Das ist der Ferni. Cedric, schön, bist du da. Ja, danke dir. Guten Tag wohl. Der letzte Sendung hat noch den Corona-Händchen angehabt von Michael Jackson, gell? Ganz genau. Das ist natürlich jetzt nicht mehr. Jetzt ist die zweite Stand. Wir bleiben auf Distanz. Schön, dass du da bist. Danke vielmals, dass du da bist. Wirklich, es ist wunderschön. Wir haben schon mal das Vergnügen gehabt. Das stimmt. In meinem Podcast. Das ist schon etwa 2 Jahre her. Sogar schon. Ja, sie fliegt. Meine allererste Frage an dich. Wo bist du kreativ und wo tankst du deine Ideen? Also ich glaube, ehrlicherweise am kreativsten bin ich, wenn es darum geht, meinen Kindern eine Erklärung zu bieten, wieso sie jetzt nicht schlafen müssen. Dort entwickelt man fast die grösste Kreativität. Nein, aber also ich glaube, das politische Arbeiten hat schon recht viel mit Kreativität zu tun. Also absolut. Auf schwierige Situationen. Manchmal Ideen haben, was könnte man machen. So. Und auch im beruflichen Umfeld arbeite ich mit politischen Kampagnen, mit Werbung. Man hat da eben das Bild gefunden. Das Bild von der Website. Oder? Dann denke ich, okay, ja, genau. Genius at work. Er braucht den engen Stege, der nach oben geht. Genau, zum kreativ sein. Absolut, er fällt unten an und dann langsam. Ja, du bist aber noch nicht so wahnsinnig weit oben da, finde ich. Das war auch ganz am Abend gemacht, oder? Nein, das ist tatsächlich in einer engen Steige. Ja, du bist aber nicht bei dir daheim. Nein, das ist im Büro, Büro. Der Unternehmung, wo ich arbeite, wo ich allerdings nicht so viel kreativ mache. Ich bin also schon auch in der Entwicklung von Ideen, aber es ist vor allem eine Strategie und fürs Kreative haben wir Leute, die. Also, das ist ein Knopfdruck. Zum es klar sagen, das ist eine Agentur für Politpropaganda, oder? Ja, das kann man so sagen. Ja, wir haben noch einen kleinen Einspieler von dieser Agentur, da kennen wir etwas. Die Agentur ist wirklich total kreativ, oder? Genau, zum Beispiel, das ist für uns. Wobei, das ist jetzt nicht von mir. Nicht von dir? Nein. Das ist nicht direkt in dem Fall von dir. Bist du nicht involviert gewesen, da beim Dreh? Nein, das ist ein öffentlicher Auftrag. Das mache ich eigentlich selten. Von Amazon International. Ich mache vor allem politische, das würde ich sagen, wo Kampagnenarbeit dabei ist. Und vor allem mit seiner Strategie und dann schon entwickelt feine Ideen. Aber so viel, das ist außerhalb meiner Kompetenz. Auf jeden Fall macht eine gute Gattung. Ja, das Thema ist sehr ernst. Das Thema ist eins von, wie geht unsere Gesellschaft mit sexueller Gewalt um und wieso gibt es das noch so viel und warum ist es eigentlich so schwierig, Sexualität nur zu nehmen, wenn beide oder von mir aus mehr Leute einverstanden sind. Und da hat Dennis schon einen Punkt drauf. Das ist für uns auch wichtig, dass wir machen. Als Agentur nur Sachen, die wir inhaltlich auch richtig finden. Das ist das Privileg. Hat das auch ein politisches Spektrum? Das inhaltlich richtig ist, das ist immer schon quasi links der Mitte. Ja, und ich kann nicht hören. Wir haben auch keine Rechte. Wir würden ja gerne, die anderen. Nein, aber es ist eine Agentur mit einer klaren politischen Haltung. Ich würde sogar sagen, weiter als links von der Mitte. Es ist stark und grün.
Wo wir machen mit einzelnen Ausnahmen. Aber also du würdest auch eine grüne Kampagne mitkonzipieren? Ja, selbstverständlich. Also ich sehe die Grünen nicht als Gegner. Es geht auch nicht. Wir haben auch christliche Organisationen, die Hilfsangebote machen, obwohl ich selber nicht in der Kirche bin. Das ist völlig okay. Es geht nicht um die Organisation, sondern um den Inhalt der konkreten Kampagne, die man transportiert. Es gibt noch viele Politiker, vor allem linke Politiker, die bei so Politkampagnenagenturen arbeiten, ja, gell? Also ist das irgendwie so ein kleines Auffangbecken, so? Jobmässig? Nein, ich glaube, es ist relativ... Also erstens komme ich aus dem Bereich, ich habe vorher für Entwicklungsorganisationen gearbeitet, in der Kommunikationsabteilung. Und zweitens ist es einer der wenigen Bereiche, wo du halt relativ flexibel kannst arbeiten kannst. Also wo ich sehr viel auch kann. Nicht politisch Engagement, Betreuung von Kunden oder Entwicklung von Projekten machen, ohne müssen ganze Tage immer wieder oder ganze Woche vor Ort sein. Und es gibt nicht viele Jobs, wo man das kann. Und das ist ein ganz grosser Fluid Vorteil. Talent, flüssiges Talent. Ja, quasi so. Ja. Wir kommen noch zu der Anmoderation, wo wir schon gesagt haben, mit dem Joint. Oder? Man fährt immer irgendwo an. Das war auch in meiner Kindheit ein Bestandteil von meiner Jugend. Also wir haben etwas gemeinsam. Das Joint Rap oder das Joint Rap? Das Joint Rap. Wir schauen uns das mal an. Ja, das ist eine Frage. Das kommt dann später. Das kommt dann später, ja. Da kommen wir dann noch drauf. Da kommen wir dann drauf, der Joint. Ja, genau. Ja, das waren noch die wilden Zeiten. Vermisst man das manchmal? Ja, schon auch. Also das ist jetzt... Schon, gell? Schon lecker, 2008. Ich glaube, wenn es recht ist. Das ist eigentlich der erste, also ich weiß es wirklich nicht mehr, aber es war quasi unplant gewesen, in dem Sinne, die Aktion war schon geplant gewesen, wir haben nicht damit gerechnet, dass das jemand aufnimmt. Das war der erste gewesen und dann wirst du das auch nicht mehr los. Aber was du vermisst, ist jetzt nicht das Joint Rauchen, sondern das Unbeschwerte. Also, wenn ich jetzt im Nachhinein wüsste, dass ich das Bild nicht mehr los werde, über 10 Jahre später, dann weiss ich nicht, ob es damals schon gemacht hat. Oder ja, wenn du bewusst gewesen wärst. Ja, logisch. Das ist Kind und Familie, ja. Und die finden das auch im Internet, das ist aber, eine andere Frage. Aber täuscht das oder bist du auch ein bisschen braver geworden jetzt mit dem Alter? Einfach so ein bisschen die Provokation von früher, das Enfant terrible, das ist irgendwie... Also mit der Ständeratskandidatur haben wir es ein bisschen abgestreift, oder nicht? Ich glaube, es gibt zwei Sachen. Das eine ist, also ich glaube nicht, dass ich mich inhaltlich wahnsinnig verändert habe. Schon weiterentwickelt, hoffentlich. Mhm. Ja. Aber nicht wahnsinnig weit weg. Aber es ist auch eine andere Arena. Also wenn ich jetzt mit 34 noch weiter Juso-Präsident spiele, mit 25, ich glaube, dann habe ich nicht ganz verstanden, was der Job ist von einem Nationalrat. Und abgesehen davon hat es nach mir Juso-Präsidentinnen und Präsidenten gegeben, und ich konnte den Platz wegnehmen. Die mussten sich selber einen Raum erschaffen. Und Provokation ist immer nur ein Mittel zum Zweck. Es geht nicht um Provokation an für sich. Und wenn man gewählt und Parlamentarier ist, hat man den Vorteil, dass einem viele Leute auch zulassen, wenn man nicht provoziert. Also man hat es nicht mehr nötig. Man hat quasi nicht viel weniger nötig. Man hat es nicht mehr nötig. Ja. Man könnte vielleicht eben gerade zurückgehen, gell? Man sieht das auch ein bisschen beim Cedric optisch. Da hat man noch das geile T-Shirt gesehen. Das ist jetzt aufgefallen, oder? Politik, Kleider machen Leute. Also was du sehr gerne hast, ist ein schwarzer Jumper, ist uns aufgefallen. Das ist so. Wobei, ehrlich gesagt, das ist einfach die einfachste Variante, wie du das mit allem kannst kombinieren kannst. Okay. Also, das ist völlig viel nötig. Im Unterschied zum Korrekt völlig unmodisch. Ah, das würden wahrscheinlich 99% von meiner Familie und meiner Freunde behaupten. Okay, das haben wir gesagt, gell? Das einzige modisch kreativ ist auch die Farbe vom Hemd, oder? Die variiert zum Teil, da haben wir rot, da gibt teilweise auch noch rosa Hemd. Das ist unterschiedlich. Nein, eigentlich ist es weiß und ein blau schwarzer Joppe. Aber das ist ehrlicherweise wirklich, ich bin völlig unbegabt, was modische Sachen angeht. Und das ist das, was man relativ wenig falsch machen kann. Okay, du wärst auch nicht offen. Also wenn ich jetzt einmal mit dir würde shoppen, oder? Wir könnten ja so schöne Filme machen, weißt du, so mal so schön. Gell, das kann man schon, oder so klein, oder? Ja, ich glaube, für den richtigen Anlass. Ich kann schon probieren, ob denn das... das besser aussieht, oder? Das, wenn das so ein Leopard, weißt du, ich sehe ihn auch so, wenn man ein Leopard ist. Es gibt zumindest Aufmerksamkeit. Genau. Wobei, nein, also es ist ja so ein bisschen, was sowieso ist, so, wenn man für männliche Politiker zumindest, ist es eigentlich recht vorgegeben, also nicht gesetzlich, aber man erwartet so ein dunkle Jobs. Adrett gekleidet. Ja, aber stimmt, steht übrigens sogar im Parlamentsgesetz. Ah, voilà. Irgendwie schicklich oder sowas. Genau, wir haben es gehört.
Erkennt man die politische Partei oder Kleidung? Also etwas, wo sicher auffällt, ist, dass bei uns am wenigsten Leute zum Beispiel eine Krawatte noch haben. Von also eine gewisse Lässigkeit ist doch noch dabei. Das ist sicher eher vom Spektrum. Und jetzt, jetzt Krawattenfarbe ist ja so etwas, oder? Also das, ist ja, das sehen wir bei amerikanischen Präsidenten. Rot, der rot ist. Blau ist eher versöhnlich und so. Ja. Aber da achtest du gar nicht drauf. Ich brauche keine Krawatte. Ja, aber mit den Hemden. Du tust ja mit den Hemden da jetzt zum Beispiel. Ist das ein Kampfregel gewesen, wo du das rote Hemd angelegt hast? Keine Ahnung, woher das Bild so oft an den Punkt geht. Aber es ist eine schöne Collage, oder? Nein. Ich finde einfach, weiss ist das, weiss ist einfach das Einfachste. Und das hat das Der Steve Jobs hat das schon gesagt. Wenn er am Morgen aufsteht, hat einfach 10 schwarze Anzüge und 10 Hemden, muss er gar nicht überlegen. Ein bisschen kreativer als der Chief Steve Jobs. Ja, ein bisschen. Auf jeden Fall. Wir kommen zum nächsten Kreativen, zum Weltwochen-Cover. Ja, das war auch. Thema Greta, hä? Thema Greta. Sehr schön. Ja. Das ist Tamara Funicello, ist das, also ihre Haar. Da habe ich nicht verstanden, den Kontext. Okay, jetzt. Der Witz ist, der ganz große Witz von dieser Geschichte ist, dass ich im Text gar nicht vorkomme. Das hat nichts mehr zu tun, der Text, sondern es war die Woche, wo es darum ging, im Aargau, wer wird Ständeratskandidat von der SP. Mhm. Und Doris Leuth hat zurückgetreten ist, und das hat eine grosse Diskussion über Geschlechtergerechtigkeit gegeben. Und dann offenbar ist das kein schlechtes Verkaufsargument gewesen. Nehmen wir das Kompliment. Jetzt haben wir mal den Ueli Maurer mal im Gespräch gesehen, wenn er mal gefragt hat, in einem privaten Rahmen gesagt, was sind denn Störer jetzt am Politiker sein? Ja. Da hat er gesagt, es sei mal ein Anschlag verübt worden, bei ihm auf der Briefkasten, sie explodiert. Ja. Und sie denkt, heute sein jüngster Sohn nicht mehr schlafen. Ja. Jetzt, du bist jetzt Vater geworden, du hast Kind, du bist da im Fokus, du hast das früher wahrscheinlich auch mit einem gewissen Humor genommen. Ja, sieht man das jetzt anders als Vater? Ja, das sehen wir definitiv anders. Also ich finde, Ueli Maurer in dem Sinne ein gutes und ein schlechtes Beispiel. Das ist ja die gespannte Geschichte um seinen Sohn, der wegen Drogendelikt in der Presse war, wo überhaupt nichts, also der Sohn kann weder etwas dafür, dass der Vater ist, und der Vater kann für den Sohn nichts dafür, und trotzdem hängst du irgendwie drin. Und das ist der Grund, wieso es keine Namen und keine Bilder von meinen Kindern in der Presse gibt. Sie sollen später mal selber entscheiden, ob sie zu dem Erbe werden stehen. Guter Ansatz, ja. Oder nicht. Ja, und wir haben ein paar Mal in den letzten Jahren gesehen, Christoph Darbele, Gary Müller, Johannes Spiel-Säcklin, dass das sofort die Familie kann treffen kann. Ich meine, bei mir gehört es zum Berufsrisiko, das gehört auch dazu. Aber sie können sich nicht wehren. Und da nimmt man schon, gerade in den letzten Jahren hat das zugenommen. Da nimmst du dich vielleicht auch mehr zurück? Ja, ich passe zumindest auf, dass sie nicht in den Fokus kommen. Dass sie ihr Leben können, so gut wie möglich leben, ohne dass sie merken, dass das ein bisschen speziell ist. Während der Mal ist es schwieriger mit dem Plakat. Dann bist du überall. Du bist ein Flyer-Tag, gell? Ich bin für dich ein Flyer-Tag. Sehr schön. Du bist in meinen Podcast gekommen. Es ist immer das Geben und Nehmen im Leben, oder? Genau. Aber ich finde einfach Cedric ein cooles Ich. Und natürlich, es gibt auch andere coole Politiker, oder? Aber wir haben halt schon von Anfang an eine Bindung zueinander gehabt. Und ich habe mich auch mal gewagt auf die Straße aus und bin mal ein bisschen hören, was Menschen so zu politischen Themen sagen. Das war in Bern. Wir schauen mal die Einspieler noch. Einspieler ganz kurz. Wir schauen mal rein. Was bist du von der SVP? Ausweiskontrolle, SVP ist die Arschlöcher. Grüner Rutsch bei den letzten Wahlen. Ich bin nicht grün. SVP. I just call to say I love you. SVP. Nein. Trump. Nein. Oh, hallo? Ja, One love. Rastafari. Right, Rastafari for life, man. This is a good man, this is a good man, this is a good... Was ist? Gucci Gang. Super, du bist im Fernsehen. Willkommen. What do you think about politics in Switzerland? So, you know, so Jase. The vampire is everywhere in the world. The vampire? Yeah, vampire. Yeah. No, yeah. We see it in a TV. Hallo. Hallo. Nein, danke. Ich habe nichts gesagt. Okay. Fantasmic. Yeah. Fantasmic. Yeah. But each phantasm as is on reality. Safe. So that's why we, the Rasta, we say, don't go with them.
politics. Yeah, don't listen to the politics. Yeah, politics. It's all Babylon. Yeah, man, Babylon is in everywhere. Babylon. So, bist Rapper? Hey, du hast große Schwarzmann. Okay. Follow the truth, follow love. Huh? Try love. We tried it all, now we try it with love. Yeah, safe, man. Thank you very much. Take care, man. So, ein wunderschöner Einspieler mit sehr tiefgründigen politischen Diskussionen natürlich. Definitiv. Mit dem Volk, definitiv. Oder? Was mir gefallen hat, du hast immer so ein bisschen angehalten, oder? Ja, absolut. Ja, absolut. Aber was mir wichtig ist, kritische Fragen, ne? Das ist ein bekannter Film. Absolut. Was mir ganz wichtig ist, als Statement, politisches Statement, hast du ein paar Mal gesagt, vielleicht werde ich irgendwann auch noch in die Welt hineinschlüpfen, wenn man dann mir überhaupt noch die Chance gibt, nach all dem, was ich jetzt am machen bin, oder? Auf jeden Fall ist ganz wichtig, ich würde die Partei der Liebe gründen, weil, jetzt mal schnell eine Sekunde Real Talk, Empathie ist der einzige Schlüssel, der in der Menschheit noch bleibt. Wenn wir noch Menschheit bleiben. Darum, meine lieben Freunde, tun schon mal eure Stimmen sammeln für die Partei der Liebe. Aber so. Oder für die SP kann natürlich auch das ist absolut. Wenn wir jetzt noch fragen. Ja, noch eine ernsthafte Frage haben zu dem. Also man sieht ja, Politik ist bei vielen Leuten jetzt nicht das oberste auf der Traktandenliste. Stress haben das auch als Politik, dass da das gähnende Desinteresse der Bevölkerung wahrnimmt. Dass man da immer im Zähli in Dübendorf auftritt von 13 Leuten. Ist das irgendwie auch ein Frust? Ich nehme es nicht nur so wahr. Also gleichzeitig hast du ja auch extrem viele Leute, die engagiert sind. Und ich finde, es ist nicht so wichtig, wo es gibt auch ganz viele Leute. Du bist nie gefrustet? Selten. Also man trainiert sich das ja auch ein bisschen an. Mhm. Selten. Man muss mit denen arbeiten, die sich wenden. Es gibt die ganzen Klimastreik, Demonstrationen, die extrem viele Junge aktiv sind. Und am Schluss in einer Demokratie ist das gute Recht von jedem und jeder, sich nicht zu interessieren. Aber du bist doch so engagiert, du willst doch irgendwie die Leute zum Politiker. Aber er hat das Ding zu verlieren. Der Punkt ist völlig. Ich meine, das frustriert mich, dass du so überzeugt bist, dass etwas muss ich mal ändern und dann auf weniger Reaktionen fallst. Aber ich glaube, es bringt einfach nichts, das wollte ich sagen, sich über die Leute aufzuregen, sondern ich muss mir die Frage stellen, wieso schaffe ich das nicht, mehr die Menschen zu holen. Und das probieren wir den ganzen Tag. Freunde, wie schaffst du es denn? Ja, ich glaube, eines der Hauptprobleme ist wirklich, dass wir in einer Zeit leben, wo sehr viele Menschen der Politik nicht zutrauen, dass sie ihr das Leben verbessern. Also, ah, schön ausgedrückt. Ja, das ist so. Politisch wer korrekt. Heute noch, dass die Politik in der Lage ist, die grossen Themen zwischen dem Klimawandel wirklich anzugehen. Ja. Und leider hat das politische System bewiesen, dass es jetzt nicht unbedingt wahnsinnig lösungsorientiert ist. Und das, für das versucht man zu kämpfen. Also Politik ist zu weit weg vom realen Leben. Also du bist ja selber politisiert worden, glaube ich, als 15-Jähriger. Ja, irgendwie so. Oder? Also das ist was die Geschichte, die man liest. Neonazi, Boswil. Genau. Du hast dich da politisch engagiert, weil du das nicht in Ordnung gefunden hast. Also sehr ein konkretes Ereignis. Fehlen dir so ein bisschen die konkreten Ereignisse der Politik? Nein, denen gibt es genug. Der Zeitgeist, wahrscheinlich. Ja, das hat etwas mit einer politischen Logik zu tun, die 30 Jahre lang gesagt hat, kümmert euch um nichts anderes als um euer erstes Haus und den BMW und sonst all das Zeug von wegen gemeinsam sich einsetzen vergessen. Und das ist, glaube ich, falsch. Und das zeigt sich jetzt auch, dass das falsch ist beim Klimawandel, bei der Corona-Krise, bei der Ungleichheit, bei der Frage der Sozialwerke. Kann man überall hinschauen, wo man will. Es fehlt an einem Zeitgeist, wenn du willst, wo man sagt, man muss die Fragen zusammen lösen und nicht gegeneinander. Und das ist die Aufgabe vom Politischen, das wieder zu ändern. Wir öffnen jetzt die Büchse der Pandora. Kennen ihr ja alle, liebe Freunde. Okay. Ich weiss nicht, kannst du es noch? Ui, nein, ich kann das nie können. CBD. Kann ich nie können. ich habe auch nicht. Oh. Ich habe immer jemanden gehabt, der für mich gerollt hat. Nie können und habe auch in meinem Leben ehrlich gesagt noch nie gekauft. Selber. Selber? Du hast immer kaufen lassen. Ganz selber. Geschenkt bekommen. Geschenkt nicht. Es ist viel einfacher. Es ist überhaupt nicht so mein Ding. Ich vertrage es. Du schlafst ein. Nein, es ist mir zu. Ich kann es nicht gerne, ich kann nicht gerne rauchen. Da finden wir eine andere Verwendung. Ich kann nicht so gerne. Zurück in die Bücher der Pandora an der Mitte. Nicht so gerne rauchen. Und selbst der Joint, der da ist, ehrlicherweise, habe ich nicht selber gedreht. Es war nur fake. Nein, es ist ein echter, aber nicht selber. Sonst wäre es eine geniale Publicity-Aktion. Ja, natürlich. Es wäre wirklich genial. Okay, wir haben jetzt noch eine kleine Überraschung. Bevor wir noch zum letzten Topic gehen. Okay. Wir haben noch einen Einspieler.
Und zwar ist es Nadine Vinzenz. Ja. Ja, man kennt Nadine Vinzenz, oder? Wir kennen natürlich Nadine Vinzenz. Absolut. Aber es ist natürlich nicht so. Wir geben dir eine Chance in unserer Show, oder? Du hast dir etwas Spezielles Du gibst mir Chance, ich gebe sie weiter und irgendwie sind wir alle nachher ein Team, so wie Avengers. Weißt du, wie die Marvel-Superhelden, die zusammenkommen. Und wir haben dir eine kleine Aufgabe gegeben, und zwar, sie müssen unter anderem Bananen organisieren. Aber nicht normal, sondern das kleidet, meine lieben Freunde. Das kleidet. Ich zeige nichts dazu. Ein wunderschöner Einspieler, Nadine Vinzenz, danke vielmals. Und sie hat am Schluss auch die Banane gefunden. Also ja, Mission. Nein, Migrolino hat das gesponsert übrigens. Ich rede noch mit der Marketingabteilung, aber ich tue jetzt mal ein bisschen in die Glaskugel schauen. Migrolino hat einen super Spot bekommen von uns gratis. Darum erwarten wir auch ein paar Schachteln Bananen zurück. Oder? Ja, das ist schon Du bist auch bei uns, Cedric. Wir wollen noch schnell zum nächsten grossen Step über. Und Stichwort ist auch Matthias Meier, oder? Wir schauen uns das mal an. Wie sieht es aus mit dem Posten als Präsident? Ja, das ist noch offen. Sind, ich würde es dir wünschen und wirklich. Danke. Das ist der Richtige in meinen Augen. Aber, ja, im Moment, wo wir das aufnehmen, ist noch Pause, Corona-bedingt. Ja. Wir haben bis am 10. August ist eine quasi Stillhaltevereinbarung. Das heisst, wir haben den Wahlkampf unterbrochen. Mhm. Und dann hoffen wir, dass wir den Parteitag durchführen können. Ja. Und wenn nicht, wissen wir auch noch nicht genau, was wir machen. Das sind wir jetzt am Besprechen. Aber ja. Könntet ihr ja zu vierten dann die Partei führen? Ja, wir müssen sie gleich irgendwie wählen. Das ist das Problem. Wenn ich zusammenkomme, dann müssen wir nicht dran vorbei. Kannst du es ihnen entscheiden, ja. Aber ich würde mich natürlich sehr freuen und mit dem Matthias zusammen überzeugt, dass das eine gute Sache wäre. Am Schluss entscheiden die Mitglieder. Das ist schön und schwierig an der Demokratie, dass wir das nicht selber entscheiden. Jetzt, ich werde ja sicher viel zusammenarbeiten dann. Machen wir jetzt schon. Machen die jetzt schon? Ja. Wie sind die so privat? Ist man sich da auch sympathisch oder ist das einfach rein pragmatisch? Okay, Mann, Frau, oder? Du bist ja schön in einem Frauenhaushalt daheim, du bist sehr gut sozialisiert mit Frauen. Mhm. Ja. Ist man sich da sympathisch? Ist man da auch privat zusammen? Geht man zusammen wandern? Oder also ist das einfach rein pragmatisch und sagt, du, das ist jetzt eine grosse Erfolgschance? Nein, bei uns ist es so, dass wir uns schon lange privat kennen. Also das ist jetzt seit über 15 Jahren, vielleicht sogar mehr. Wo wir uns bei den Jusos, also bei den Jungsozialisten, damals die Jungsozialistinnen kennengelernt haben. Und wir haben auch privat miteinander immer schon zu tun gehabt. Es gibt verschiedene Konzepte. Für uns war es immer klar gewesen, dass das nur geht, wenn man sich 100% vertraut. Wenn man weiss, wie der andere tickt, dass man auf der gleichen Linie ist. Und dass man es auch privat kann. Es gibt andere, die sagen im Gegenteil, wir möchten zwei Leute zusammensetzen, die sich sonst nicht kennen, weil es sonst zu eng ist und zu fest in der Gruppe ist. Aber für uns ist das klar gewesen. Darum ist es für mich und für sie auch immer klar, dass es nur in dem Duo geht. Und Französisch können beide? Ich bin bilingue Quacks. Parle français un peu. Ben oui, français. Je parle français. Mm-hmm. Und Matthias kann relativ gut Französisch. Ja. Und ich will jetzt gerade noch Italienisch lernen, endlich mal. Das auch noch. Ja, das kannst du wie der Marco Solari, kannst du dann auf vier Sprachen, kannst du den Typen grüßen. Ja, Spanisch ging auch noch. Spanisch, Englisch, Italienisch bin ich jetzt auch ein bisschen da. Das ist so, ich bin Italienisch, schweizerischer Doppelbürger, aber ich kann ganz schlecht Italienisch. Und jetzt muss ich das, die Scharte endlich auch noch aussetzen.
Also, ich wollte hier noch schnell sagen, Cedric von President. Einfach mal für das Protokoll. Das wäre aber noch mehr. Meine das Meinung. Noch du müsstest beitreten, oder? Dann kannst du nicht wählen. Ich komme auch beitreten und komme auch wieder von Flyern. Wie man gesehen hat in der letzten Show, oder? Es würde dann noch ein Hut dazu passen. Wenn ich wirklich magistral werden will, Anna Verse, seit der Hut Der Mann mit oder? Ja, wobei, das finde ich jetzt, das ist jetzt ein Item, das jetzt besetzt ist in der Schweizer Politik. Das sieht so schön aus. Ich kann noch ein Item. Kann auch sein. Mafioso. Weißt du, wenn ja schon nicht politisch ist, dann meldet ihr es in Palästinenser schon, wenn wir die noch können. Sehr schön. Sehr das wäre natürlich noch etwas. Weißt, ist das zu einer neuen Wählerschaft auch aktiviert? Ja, weißt du, so, oder? Ich finde, der Schot ist schon mal sehr gut. Ich kann alles denken. Ja. Eben genau, das ist der Wunsch. Ja. Liebe Damen und Herren. Aber ich freue mich schon aufs Video mit dem Shopping, mit dem Cedric. Ja, schau, sind wir reingeschieden. Verteile die grosszügig überall und vergessen sie dann. Wir haben auch mal noch einen Deal gemacht, dass ich mal ins Bundeshaus komme. Das stimmt, wenn wir machen ist jetzt nicht gegangen. Und du hast schon eine Tür aufgemacht. Ja, natürlich. Also das wird noch stattfinden. Und dann ist Corona gekommen. Absolut. Danke Corona, merci vielmals. Nein, wir werden das noch machen. Machen wir. Mhm. Und ich werde dort auch mal ein bisschen ernstere Töne anschauen, weil ich möchte mal hinter Kulissen schauen. Oder? Und dann haben wir natürlich die Kamera mit. Das machen wir. Also freut euch schon mal drauf, meine Damen und Herren. Wir haben noch etwas Kleines vorbereitet, und zwar die Bundesverfassung. Es sind nur die ersten 6 Kapitel, weil sonst wären wir morgen noch da. Und der Cedric ist ein sehr beschäftigter Mann, hat natürlich weitere Termine. Wir machen Kapitel 1 bis 6. Da haben wir dafür den Eminem Beat von Loser Self ausgesucht. Es ist eine Kopie für dich zum Mitrappen. Es wird schwierig zum Mitrappen. Wir sind richtig vorbereitet in der Politik, oder? Wir probieren das einfach mal. Okay. Es wird schon für mich eine Herausforderung, dass ich das durchbringe. Ah, das ist Schweizerdeutsch geschrieben. Das ist Schweizerdeutsch geschrieben. Das ist auf Schweizerdeutsch umgeschrieben. Okay. Du hast das extra umgeschrieben zum Rappen. Ganz genau. Genau, das ist übersetzt. Ja gut, das ist ja okay. Es ist einiges. Wir müssen 2 Minuten Geduld haben, meine lieben Damen und Herren. Aber nach diesen 2 Minuten kennt ihr euch in der Bundesverfassung unglaublich gut aus. Mhm. Und ihr wisst, was eigentlich die Schweiz ausmacht, oder? Bei mir sind die ersten Buchstaben immer abgeschnitten. Eben, ja, jetzt hier links, gell? Stell dir sie einfach vor. Du darfst es nicht zu einfach. Eigentlich solltest du es auswendig können. Ja, aber eigentlich. Ja, ist klar. Wir schauen, wie das kommt. Wir fangen mal an. Ich hoffe, ihr hört den Beat. Ich glaube, jeder von euch kennt den Beat vom Eminem. Der Song hat übrigens einen Oscar gewonnen für die beste Filmmusik. Auch noch ein Ziel, das wir haben natürlich zum Reichen. Ich muss anfangen. Bundesverfassung von der Schweizerischen Eidgenossenschaft. 18. April 1999. Im Namen Gottes des Allmächtigen. Schweizer Volk und die Kantone in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung. Wunderschön. Moment schon, mit Einstieg auf den Beat und zwar... Bestreben den Bund zu erneuern, um Freiheit und Demokratie, Unabhängigkeit und Frieden in Solidarität und Offenheit gegenüber der Welt stärken im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung in der Vielfalt, in der Einheitsleben, im Bewusstsein der gemeinsamen Errungenschaften und der Verantwortung gegenüber künftigen Generationen. Gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit braucht und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen. Schweizer Volk und die Kantone Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schweiz, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt und Basel-Landschaft, Schaffhausen, Appenzell, Ausserrhoden und Appenzell in der Rhode, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg, Genf und Jura. Bilde dir, schweizerische Eidgenossenschaft, schützt die Freiheit und die Rechte vom Volk und wahrt die Unabhängigkeit und Sicherheit vom Land. Sie fordert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, der innere Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt vom Land. Sie sorgt für eine Möglichkeit, Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern. Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung von natürlicher Lebensgrundlage. Achtung, für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung. Kantone sind souverän, so wie die Souveränität. Und die Bundesverfassung beschränkt wird. Sie üben alle Rechte aus, die nicht im Bund übertragen sind. Die Landessprachen sind Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Grundlagen und Schranken, staatliches Handeln ist ein Recht. Staatenshandel muss im öffentlichen Interesse liegen. Bund, verhältnismäßig sein. Staatliche Organe und private Handeln nach Treue und Glauben. Bund und Kanton beachten das Völkerrecht bei der Zuweisung und Erfüllung staatlicher Aufgaben. Ist der Grundsatz von der Subsidiarität beachten. Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber, wo er tritt auch ihre Kräfte zur Bewältigung der Aufgaben von Staat und Gesellschaft bei. Ladies and Gentlemen, das ist unsere Schweiz, bravo! Bravo, Cedric Bellmer! Hallo Schweiz und danke Schweiz, wir lieben euch, wir lieben, dass wir in diesem Land leben dürfen. Und wir sind Patrioten aus dem Herzen, aus dem tiefsten Herzen, meine lieben Freunde. So, wunderschön gewesen.
Wunderschön. Danke vielmals. Also, das ist schwierig, weil wir die Schrift entziffern müssen. Ja. Sehr schön. Wir haben gesagt, Hieroglyphen sind schwierig zu entziffern, oder? Aber das war früher so. Hey, danke vielmals, Cedric. Danke für die Einladung. Ich muss schnell eine Sekunde verschnaufen. Aber das ist eben geil, wenn wir noch ein bisschen Action haben. Jetzt wird alles auf 5 Minuten abgeschnitten, oder? Absolut, absolut. Wir schneiden das Ganze. Cedric, es hat mich sehr gefreut. Danke für den Besuch. Und natürlich viel Erfolg weiterhin. Und du wirst meine Unterstützung auf der Strasse fahren. Dann wir kämpfen alle fürs Gleiche. Sehr schön. Eine einheitliche Demokratie. Und absolut, auf der Strasse fahren. Und gleich recht. Es geht von Aarau bis auf Zofingen. Und von Zofingen bis auf Hollywood. Danke, dass du hier da warst. Danke, ich habe mich sehr gefreut. Merci. Das ist Cedric Wilmot, meine lieben Freunde. Meine lieben Damen und Herren, das war schon wieder mit der zweiten Folge von der Coray Sanchez Show mit dem einzigartigen Mischa Bernet. Und dem noch einzigartigen Coray Sanchez. Danke vielmals, meine lieben Damen und Herren. An dieser Stelle schaltet ihr am Montag an. Achti. Auf YouTube. Der Coray Sanchez Show. Meine lieben Damen und Herren. Sind gespannt. Wir haben wieder einen genialen Gast, den wir noch nichts darüber sagen wollen. Und natürlich ist Nadi Vinzenz wieder on the way, undercover und hat wieder irgendetwas zu meistern, das wir ihr als Aufgabe geben. Sind gespannt, meine lieben Freunde. Es könnte es Bad Girls sein, oder? Es könnte sein, man munkelt. Es geht nicht um. Es sieht sexy aus, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Darum bleibt dran, meine lieben Freunde. Und bis bald, bleibt sauber, macht kein Seich. Montag um 8 Uhr, der Coray Sanchez Show auf YouTube. Bis dann. Tschüss dann. Well, I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with fire up.